Heute mein Gast im Dialog, der Publizist, Verleger und ambitionierte Hobbygärtner Jakob Augstein. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Augstein, man kennt Sie als engagierten Kolumnisten, Journalisten. Jetzt haben Sie vor einiger Zeit ein Buch vorgelegt. Da ging es ausschließlich um das Gärtnern. Was kann denn und was hat der Publizist Jakob Augstein vom Gärtner Jakob Augstein gelernt? Was hat der Publizist vom Gärtner gelernt? Der Publizist hätte lernen können Geduld, hat er aber leider nicht. Ich bin, glaube ich, beim Schreiben und bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, immer noch schrecklich ungeduldig und brauseköpfig sozusagen. Und im Garten ist das nicht gut. Da muss man echt einen langen Atem haben und den Dingen ihre Zeit lassen. Das heißt, der Garten ist verwildert jetzt? Nein, ist er nicht. Nein, das haben Sie schon geschafft. Es sind sozusagen die zwei Seiten, die Sie aber in sich nicht zusammenbringen. Die ich zumindest beruflich nicht auf die Reihe kriege. Ja. Nee. Nun steht das Gärtnern ja eigentlich nicht für eine Zuwendung zur Welt, sondern eher zur gesellschaftlichen Welt, sondern eher für Innerlichkeit. Außerdem steht das Gärtnern ja so ein bisschen unter Spießerverdacht. Haben Sie sich dem bewusst ausgesetzt trotzdem? Also das ist natürlich... Oder ist das eine falsche Sichtweise? Nö, das stimmt schon. Das ist aber natürlich ein böses Klischee. Mhm. Und Klischees sind ja dafür da, um sie zu brechen. Aber ich glaube, dass das... Also ich will jetzt wirklich keine Binsen hier sozusagen binden. Aber gerade in den Berufen, in denen Sie und ich tätig sind, wo die Dinge doch relativ schnell immer am Laufen sind und... heute ist ein Thema, morgen ist ein Thema, immerzu sind irgendwelche Termine und Fristen, da hilft es natürlich extrem. Also klar, das ist im Grunde eine Form von Selbsttherapie. Das weiß aber jeder, der einen Garten hat und sich darum kümmert, spart ohne Ende Therapeutenstunden. Nun sind Sie einer der Journalisten, die vielleicht seltener geworden sind, die also für Meinungsjournalismus stehen, also die sich engagieren, auch für eine Sache und entsprechend darüber schreiben. Ist das aus Ihrer Sicht auch die vorrangige Aufgabe, die der Journalismus hat, Position zu beziehen, auch gesellschaftspolitisch, politisch, sozial, wirtschaftlich? Also welche Funktion der Journalismus jedenfalls nicht hat, und das ist die, die er, finde ich, in den letzten Jahren viel zu oft eingenommen hat, ist Politik zu erklären und zu vermitteln. Also als Mittler dazustehen zwischen der politischen Kaste und den Lesern. Ich glaube, das wäre ein Fehler, und ich glaube, dass die Journalisten das zu oft gemacht haben und die Leser das merken und das den Journalisten übel nehmen. Ich halte das für einen der Gründe, warum eine bestimmte Art von Journalismus so in der Glaubwürdigkeitskrise ist. Ich finde, wir sollten, und die Idee der Objektivität ist natürlich immer ausgedacht, die gibt es nicht. Der Mensch ist nicht objektiv, wenn er spricht, wenn er sich äußert. Das Gefühl, die Vorprägungen, die Interessen, auch die Ideologien spielen immer rein. Man muss darüber nur Rechenschaft ablegen. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Man muss bloß ehrlich sein zu sich selber und auch zum Leser und dann dem Leser überlassen, wie er damit umgeht. Ich glaube, dann kommen alle ganz gut zurecht. Und dieser Satz, den Hajo Friedrich, der legendäre Tagesthemen-Moderator, mal geprägt hat, man darf sich als Journalist nicht gemein machen mit einer Sache. Das ist ja ein bisschen die angelsächsische Auffassung. Ja, das ist ein schöner Satz. Nein, das ist ein ganz toller Satz. Nicht zulässig. Aber das ist so wie der Satz meines Vaters Rudolf Augstein, der gesagt hat, sagen, was ist. Das ist auch ein ganz toller Satz, aber das hat noch nie einer geschafft, zu sagen, was ist. Und es hat auch noch nie ein Journalist geschafft, sich nicht mit einer Sache gemein zu machen und auch nicht mit einer guten. Das heißt, das sind so Sätze, die praktisch so idealtypische Ziele beschreiben. Wir brauchen solche Sätze, ich finde die wichtig, aber wir müssen auch immer wissen, dass wir sie nie erreichen können und nie erfüllen werden. Aber das heißt, das Bemühen sollte schon da sein? Na, ich finde, man muss ehrlich sein. Also wenn Sie sich gemein machen mit einer Sache, dann müssen Sie auch sagen, ich mache mich gemein mit der Sache und ich erkläre euch auch, warum. Und dann entscheidet ihr als Leser, wie ihr euch dazu stellt. Dann haben Sie wieder Ehrlichkeit. Was nicht gut ist, ist, wenn Sie so tun, als wären Sie objektiv. In Wahrheit färben Sie aber sozusagen Ihren Text immerzu mit dem, was ihr Vorverständnis ist. Und das ist ja genau das, was ich auch dem politischen Journalismus oft vorwerfe, dass er genau das tut. Er gibt vor, objektiv zu sein, er ist es aber in Wahrheit nicht. Und irgendwie merken die Leute das auch. Das kostet immer Glaubwürdigkeit. Also er gaukelt so eine gewisse Alternativlosigkeit des eigenen Standpunkts vor. Ja. Nun haben Sie gerade schon angesprochen, die Krise des Journalismus ist ja vor allem auch eine Krise des gedruckten Worts.
Wenn man sich zurückerinnert, auch Ihren Vater haben Sie ja ganz kurz schon genannt, Rudolf Augstein, den Gründer und Herausgeber des Spiegel. Wenn er zum Beispiel zur Feder gegriffen hat und hat einen Kommentar geschrieben oder der Spiegel hatte eine Aufmachung, dann hat regelmäßig die Republik, die alte Bundesrepublik, gewackelt. So ein Medium gibt es heute nicht mehr, dass das noch schafft, oder? Damals gab es 3 Programme im Fernsehen und 3 Parteien im Bundestag. Entsprechend größer war sozusagen der Rums, den eine Stimme damals erzeugen konnte. Ob das eine bessere Demokratie war oder eine schlechtere, ob das bessere Medien waren oder schlechtere, das vermag ich nicht zu sagen. Ich halte diese Frage aber auch ehrlich gesagt für relativ müßig. Das ist eigentlich eine wissenschaftliche Frage, keine für einen praktischen Journalisten. Journalisten haben immer dazu geneigt, sich zu überschätzen. Sie haben immer ihre Macht überschätzt, haben immer gedacht, die Bild-Zeitung macht einen Kanzler, der Spiegel kann einen Kanzler stürzen. Ich habe das nie geglaubt, glaube das nicht. Man darf aber die Macht von Journalisten auch heute nicht unterschätzen. Also man darf nicht denken, nur weil die Krise ist und das Internet und jeder kann alles sagen und dann gehen alle Stimmen unter im großen, rauschenden Meer der Dauerkommunikation. So ist es dann eben doch auch nicht. Sonst könnten wir auch alle unseren Stift an den Nagel hängen und könnten aufhören. Die großen Zeitungen, die FAZ, die Süddeutsche, die Zeit, der Spiegel prägen immer noch die publizistische die Öffentlichkeit und Öffentlichkeit ist konstituierend für unsere Form von Demokratie, für die liberale Demokratie. Und in diesen Zeitungen sind es immer noch weniger Figuren, die mit ihren Stimmen den Ton vorgeben. Berthold Kohler in der FAZ, Heribert Prantl, Kurt Kister in der Süddeutschen, Bernd Ulrich in der Zeit. Das sind natürlich Leute, viele Menschen, die wissen wollen, was los ist. Viele Politiker in den Verbänden, in den Parteien, Menschen, lesen, was diese Leute schreiben. Das ist ja Elitenkommunikation dann. Aber ich glaube, dass Öffentlichkeit zum großen Teil immer Elitenkommunikation war. Also wir dürfen nicht so tun, als seien die Zeiten vor dem Internet in irgendeiner Weise demokratischer oder partizipativer oder durchlässiger gewesen als heute. Das glaube ich nie und nimmer. Wir wussten bloß damals nicht so sehr, dass es nur eine Elitenkommunikation ist, weil halt die Eliten das alles unter sich immer ausgemacht haben. Heute guckt eine viel größere Öffentlichkeit den Eliten beim Reden zu und redet immer dazwischen, ist unzufrieden, sagt, ihr könnt uns alle mal gern haben. Das heißt, die Legitimation ist schwieriger geworden. Aber der Demokrat Jakob Augstein müsste sich darüber eigentlich erfreut zeigen, weil er sagt, naja, also das ist ja auch ein Stück Kontrolle, die da stattfindet. Ja, wenn ist auch so. Gelegentlich von einer Seite, die vermutlich Ihnen genauso wenig sympathisch ist wie mir. Ja, so ist es halt mit den Menschen. Sie sind nicht immer so, wie man sie gerne hätte. Aber deshalb haben wir ja beim Freitag die Zeitung, für die ich verantwortlich bin, von Anfang an, seit wir das da machen, seit 2009, auf die Kommunikation mit dem Leser gesetzt. Wir haben gesagt, du kannst heute als Journalist nicht mehr die Position haben, praktisch am Stehpult und von oben nach unten und alle sitzen und schreiben mit und hören zu sozusagen, sondern heute musst du dich als Journalist quasi in den Kreis setzen und du erzählst deine Geschichte den Leuten, musst aber auch bereit sein zu antworten und zu reagieren. Also die Offenheit für den Dialog ist heute Grundvoraussetzung für den Beruf. Wir haben das beim Freitag sehr, sehr früh angefangen, durch diese Community, durch das Internet, die Leute reingeholt, sozusagen in das Produkt selbst. Für uns hat das sehr gut funktioniert. Andere Zeitungen sind da teilweise andere Wege gegangen. Im Prinzip versteht das aber fast jeder Journalist heute so. Oder sagen wir genauer, er weiß, er sollte es so verstehen. Und manchmal ist man dann zu faul, hat keine Lust und so. Aber ich glaube, da hat sich das Berufsverständnis schon geändert. Gut, es hat ja auch eine gewisse Entautorisierung gegeben des gedruckten Worts, der Publikation, die uns in der Vergangenheit begleitet haben. Also bleiben wir mal beim Spiegel kurz noch. Das ist das Lebenswerk Ihres Vaters. Die Bedeutung war sicher eine größere in der alten Bundesrepublik zum Beispiel, als sie heute ist. Was sich ja nicht nur in Auflagenzahlen bemerkbar macht, sondern ich glaube auch in der Wirkmacht. Oder ist das eine Fehleinschätzung? Naja, es war eine das ist ja ein zentrale Institution der alten Bundesrepublik. Nehmen Sie mal die Frage, weil Wirkmacht bedeutet ja, einer schreibt einen Artikel und es passiert irgendwas. Oder es passiert eben auch nichts. Ich glaube, dass unser politisches System heute eine vollkommen andere Form von Imprägnierung hat gegen Kritik und gegen journalistische Kritik, als es früher der Fall war. Wenn Sie heute sich die Finger wundschreiben über den NSA-Skandal,
Nicht? Die Amerikaner überwachen uns, jedes Telefongespräch wird irgendwie ausgewertet. Selbst die Bundeskanzlerin ist nicht davon frei. Ganz offensichtlich werden deutsche Gesetze gebrochen, beziehungsweise dann kann man juristisch spitzfindig sagen, nein, es war kein Gesetz, es waren bloß ungefähr alle deutschen Rechtsprinzipien oder so. So, da schreiben sie sich die Finger wund. Und dann passiert einfach gerade mal gar nichts. Das ist natürlich blöd für die Glaubwürdigkeit von investigativem Journalismus und das ist natürlich blöd fürs Gewicht journalistischer Relevanz, weil dann der Leser das Gefühl hat, naja, ihr macht da ganz viel, aber dann macht es am Schluss so flupp und es bleibt nichts hängen. Das ist aber nicht die Schuld der Journalisten, das ist die Schuld des politischen Systems, was sich abschottet gegen Kritik. Das ist die eine Beobachtung. Die andere Beobachtung ist, dass Journalisten im Allgemeinen zu dicht dran sind an den Leuten, über die sie schreiben, dass sie quasi die Seiten gewechselt haben, dass sie nicht mehr auf der Seite der Leser sind und der Bevölkerung, ja, des Volks, wenn sie so wollen, sondern viel zu sehr auf der Seite der Eliten, der Machthaber, der Gewählten, der Parteien, der Politiker. Und auch das, glaube ich, nervt zusehends die Leser. Also wenn Sie diese beiden Entwicklungen zusammennehmen, die nur scheinbar im Widerspruch stehen, die aber, glaube ich, die zwei Seiten einer Medaille sind, dann versteht man auch, warum manches Medium und darunter sicherlich auch der Spiegel heute nicht mehr so ganz die Bedeutung im Konzert der Stimmen hat, wie das mal war. Das betrifft aber, soweit ich weiß, jedes Printmedium. Ja, und zum Teil die elektronischen Medien ja auch. Das Fernsehen noch am wenigsten, ja. Nicht, darf ich dazu sagen. Ja. Also das ist ja interessant, dass das Fernsehen sowohl, was glaube ich, die Glaubwürdigkeit und die Relevanz, also jetzt die politischen Sendungen, Tagesschau, Heute und sowas, so, die sind davon in dem Maße nicht betroffen. Das ist eigentlich ganz bedauerlich für uns, gut für Sie. Mhm. Wir haben ja über die Entautorisierung der journalistischen Klasse, die ja verbunden ist eben auch mit der politischen Klasse häufig oder wo sie auch eine zu große Nähe diagnostiziert haben, gesprochen. Nun gibt es ja gerade in der Politik auch Menschen, die sich bewusst eben ihren kommunikativen Weg zur Bevölkerung suchen an den Medien vorbei. Prominenteste Beispiel möglicherweise im Augenblick Donald Trump. Da hat man den Eindruck, da laufen die Medien hinterher, also berichten über ihn, aber er war kein Kandidat der politischen Klasse, er war auch kein Kandidat des publizistischen Establishments. Ist das nicht eine Entwicklung, die einen auch mit Sorge erfüllen muss? Ja, die sollte vor allen Dingen Journalisten mit Sorge erfüllen, weil sie alle sich nicht haben vorstellen können, dass der Mann so weit kommt. Das zeigt, sie haben offensichtlich null Gefühl für einen sehr, 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 sehr großen Teil der Bevölkerung, was wiederum vielleicht auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen kein Wunder ist, denn für diese Leute schreiben die alle nicht. Natürlich schreibt der Journalist für seine Leser, für die Leute, die ihn kaufen und ihn bezahlen. Das heißt, er macht, und das ist vielleicht auch eine interessante, merkwürdige Entwicklung, auch der Professionalisierung von Medien, auch des Streamlinings von Medien, dass sie immer genauer auf ihre Zielgruppen hin orientiert werden, aber plötzlich findest du dich mit deiner Zielgruppe in so einer Filterblase und du erzählst denen ganz genau, wie ihr Leben funktioniert und das finden die super und die bezahlen das auch noch und kaufen dich und so. Aber dann stellst du plötzlich fest, oh hoppla, mit dem Rest des Landes, mit der Welt hat das aber gar nicht so viel zu tun und für den Rest habe ich gar kein Verständnis mehr. Und das ist zweifellos das, was passiert ist bei Trump, weil sonst hätte irgendeiner mal sagen müssen, Freunde, die Amerikaner sind inzwischen so weit runtergerockt, die wählen selbst den, aber das wollte denen keiner zutrauen. Mhm. Sehen Sie ähnliche Entwicklungen auch anderswo, zum Beispiel in Deutschland? Also Deutschland wirkt ja immer noch da ein bisschen, wenn man sagt, Pacemaker, also eben die Schrittfolge wird vorgegeben von den Amerikanern, da hängen die Deutschen ja immer noch so ein bisschen nach. Also ist das eine Entwicklung, die uns auch schon deswegen beschäftigen muss, weil wir sagen, wir sind auf einem ähnlichen Weg, also hin zu einem eher populistischen Politikverständnis, wo die Medien eine geminderte Rolle spielen? Naja, wenn wir nur auf dem Weg zu einem populistischen Politikverständnis wären, hätte ich noch gar nichts dagegen, denn ich habe ausdrücklich kein Problem mit Populismus. Ich habe ein Problem mit autoritärem Populismus und mit illiberaler Demokratie und mit autoritärer Demokratie. Und ich würde sagen, ja, das ist etwas, was uns auch droht. Denn wir müssen ja gar nicht nach Amerika gucken. Es reicht ja, wenn wir uns in unserem europäischen Umfeld umschauen. Das sind ja sozusagen Kulturen, Länder, Staaten, Bevölkerung, die uns deutlich näher sind als die Amerikaner. Und wenn das in Frankreich passieren kann, dass Marine Le Pen vielleicht nächstes Mal Präsidentin wird,
wenn es in Österreich passieren kann, dass einer, der hier als Rechtsradikaler gelten würde, nur um Haaresbreite nicht Präsident wurde, da muss man schon sehr, sehr optimistisch oder hartleibig sein, zu sagen, nein, dagegen sind wir gefeit. Natürlich kann uns das hier auch passieren, na klar. Das ist natürlich eine Gefahr, die uns hier droht. Sie haben schon angesprochen, in anderen europäischen Ländern passiert das auch. Da kommen ja wieder die Medien ins Spiel, also die eben ein bisschen abgekoppelt worden sind von bestimmten Entwicklungen, wo sie dann den Eindruck hatten, jetzt müssen sie ihren Lesern, ihren Leserinnen hinterherlaufen. Aber wäre das nicht auch eine Aufgabe für den Spiegel zum Beispiel gewesen? Sie sind ja auch Erbe eines Teils des Spiegels, sind Sprecher der Erbengemeinschaft. Also wo man gesagt hat, da müsste eigentlich eine Institution, nicht nur ein Blatt, sondern eine Institution wie der Spiegel auch drauf reagieren? Ja, also ich bin jetzt ja nur Sprecher eines Minderheitenanteils sozusagen da in der Gesellschafterversammlung. Wir haben ja operativ dann null Einfluss. Das wäre so, als würden Sie jetzt ein Aktionär von Daimler-Benz oder von VW, ein Aktionär von VW fragen, hättest du da nicht was machen müssen mit dem Abgasen, dass da nicht so... Klar, also, aber ich finde ehrlich, als Leser... hat auch nur 20% von VW, aber hat ja einen gewissen Einfluss auf die auf Unternehmensziel, haben wir nicht. Unternehmensstruktur. Also haben wir eindeutig nicht, sondern das war nie so gedacht. Und das läuft auch so in der Realität nicht. Also kann ich ganz klar sagen, da gibt es keinen Einfluss. Okay. Und als Leser, und da bin ich wirklich jetzt ja nur Konsument sozusagen, muss ich sagen, ich finde, der Spiegel macht einen ziemlich guten Job. Also da, da muss der Spiegel, also nun gerade der Spiegel, sich bei dem Thema wirklich nicht verstecken. Sie haben ja dann Ihre eigene publizistische Basis gesucht, indem Sie Verleger geworden sind außerhalb des Spiegel mit dem Freitag, den Sie gekauft haben, seit einigen Jahren als Verleger da tätig sind, inzwischen auch als Chefredakteur. War das auch ein Bekenntnis zum gedruckten Wort nochmal? Naja, wie gesagt, nein, das war ein Bekenntnis zum Journalismus, nicht zum gedruckten Wort. Da kann ich wirklich nur Kai Diekmann zitieren, wir sind keine Papierhändler, sondern wir handeln mit Gedanken und mit Worten. Offen gestanden ist mir persönlich das relativ schnurz, ob die gedruckt oder im Internet irgendwie zu den Nutzern kommen. Ich glaube... Ich liebe Zeitungen, ich finde Papier toll. Ich glaube auch nicht, dass das Papier verschwindet. Im Gegenteil, also die Abgesänge auf das Papier habe ich nie geteilt. Das sehe ich überhaupt nicht so. Beides funktioniert und es kommen immer neue Sachen dazu. Soweit ich mich erinnere, es verschwinden auch keine Medien. Also es kommen immer neue Medien dazu und die Leute nutzen sie so, wie sie es gerade für sinnvoll halten. Der Freitag ist eine Wochenzeitung. Wochenzeitungen widerstehen der Krise besser als Tageszeitung und übrigens auch als Magazine. Ich glaube, dass das am Format liegt. Ich glaube, wenn Leute sich entscheiden, eine Wochenzeitung zu lesen, dann sagen sie, einmal in der Woche nehme ich mir diese Zeit. Das Hauptproblem bei den Leuten ist, sie haben weniger Zeit oder sie haben zumindest das Gefühl, dass sie weniger Zeit haben. Dann nehmen sie sich also diese Zeit und dann ist dieses Papier natürlich, was man so ausbreitet, auch das große Format, auch die schöne große Optik. Die Zeit macht das ja auch sehr, sehr schön vor. Ist sozusagen ein echtes Statement offline zu gehen. Das ist sozusagen ganz bewusst. Ja? Also ich stelle mir das dann immer so vor, die Leute legen ihr Telefon weg, schalten es stumm, legen es weg und breiten dann diese Zeitungen so vor sich aus. Das macht man aber heute nicht mehr jeden Tag mit einer Tageszeitung, deshalb für Tageszeitungen eher schlechte Prognose. Für Wochenzeitungen eher sehr gute Prognose. Das heißt, Sie setzen darauf, dass das ein Ausspielweg weiterhin ist, der auch funktionieren wird, zumindest bei Wochenzeitungen, weil da eben so eine Gewohnheit da ist. Glauben Sie, dass sich die tradieren lässt? Also glauben Sie, dass in der jüngeren Generation Bedürfnis sein wird, haptisch etwas, also eine Zeitung in die Hand zu nehmen auf und nicht Fall. Auf dem Tablet? Auf jeden Fall. Ich glaube nur nicht, dass die Leute werden nicht in dem Umfang Zeitungen oder Printprodukte konsumieren, also lesen, wie es früher der Fall war, einfach weil sie eben auch mehr sozusagen mobil und digital und so lesen. Aber sie wenden sich von dem Medium nicht ab. Der Freitag wächst ja also in der Printauflage jedes Jahr um, weiß ich nicht, 15% oder so. Das heißt, wir haben ja ein sehr, sehr anständiges, sehr okayes Wachstum. Wir kommen halt bloß von sehr klein. Und eine jüngere Leserschaft. Und unsere Leser sind natürlich auch sehr jung. Das liegt aber an unserer politischen Ausrichtung. Wir sind ja im Prinzip ja eine linke Zeitung, eine linksliberale bis linke Zeitung, nicht orthodox links. Und da ist natürlich das Angebot in Deutschland inzwischen doch sehr überschaubar geworden, muss man mal sagen. Es ist ein großes Vorurteil, dass alle
Journalisten irgendwie links sein oder rot oder so, das ist Quatsch. Also meine Vermutung ist, dass 90% der Journalisten in Deutschland schwarz-grün sind. Und Merkel zusammen mit Kretschmann, ich glaube, das wäre das Dreamteam aller deutschen Journalisten. Nun haben Sie beim Freitag eben auch die Chefredakteursposition ja übernommen. Also das heißt, Sie haben einen Gestaltungsspielraum, den es ja zum Beispiel in der alten Zeitung, also aus der Sie kommen, also im Spiegel, nicht gibt. Da im Spiegel ist eine Mitarbeiter- oder eine Zeitung, die den Mitarbeitern überwiegend gehört. Der Freitag gehört Ihnen. Sie haben andere Durchgriffsmöglichkeiten. Ist das ein Vorteil auch? Also für ein publizistisches Unternehmen, dass man da einfach andere Gestaltungsfreiheit hat? Das weiß ich nicht. Da müssten Sie jetzt den Chefredakteur des Spiegel fragen. Ich weiß nicht genau, wie. Also ich glaube, soweit ich weiß, glaube ich nicht, dass der irgendwie durch die Eigentümerstrukturen in seiner Freiheit eingeschränkt ist. Aber dazu kann ich ganz wenig sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass als Verleger ist es natürlich fantastisch, wenn Sie keine komplizierten Eigentümerstrukturen haben. Da können Sie natürlich einfach Investitionsentscheidungen oder strategische Entscheidungen schneller fällen. Das liegt irgendwie auf der Hand. In der Redaktion macht es meiner Meinung nach keinen Unterschied, denn jede halbwegs stolze Redaktion wird sich immer wehren gegen Einfluss von der Eigentümerseite, egal wie die Eigentümerseite gestaltet ist. Wir haben gerade schon mal ganz kurz über Populismus gesprochen. Sie haben dann den bemerkenswerten Satz gesagt, Sie haben eigentlich nichts gegen Populismus. Linker Populismus ist durchaus etwas, was sinnvoll ist. Er darf nur nicht autoritär sein. Können Sie, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, können Sie erst nochmal so ein bisschen erläutern, also wie unterscheidet sich oder könnte sich unterscheiden ein linker Populismus von einem rechten Populismus? In den Zielen ganz einfach. Das können Sie, du sollst die Leute an ihren Werken erkennen. So, und das gilt natürlich für die Politik auch. Also wir haben ein Vorurteil gegen das Gefühl, was wir ja nicht nur in der Politik haben, sondern überhaupt. Dabei wissen wir alle aus unserem eigenen Leben, dass Menschen, die nur Verstand haben und kein Gefühl, ja, also mir würde zum Beispiel Thilo Sarrazin einfallen, die machen ganz merkwürdigen Gesamteindruck. Das haut dann nicht hin. Sie kriegen ganz komischen Blick auf die Wirklichkeit, wenn sie sozusagen ihr Gefühl komplett abschalten. Irgendwie in der Politik oder wird das aber von den Leuten verlangt, das ist natürlich Schwachsinn. Als würden die Leute immer das Richtige denken und das Falsche fühlen. Das ist aber so nicht. Mit Gefühlen stark zu arbeiten ist ja etwas, was zumindest in Deutschland seit der Zeit des Nationalsozialismus unter Verdacht steht. Ja, nicht ganz unbegründet. Ja, aber das halte ich für einen wirklich unbilligen Vergleich, weil Politik liegt dann eben doch sozusagen an den Inhalten, an den Institutionen. So zu tun, als hätten wir das Gefühl jetzt bisher immer ausgeblendet aus der deutschen Politik, wäre ja nun wirklich ehrlich gesagt auch Unsinn. Aber trotzdem ist das Wort Populismus ein Kampfbegriff geworden, den wir in der Debatte benutzen, gegen eine bestimmte Art Politik zu machen. Denn Populismus ist kein Inhalt. Populismus ist ein politisches Werkzeug, wenn Sie so wollen. Sie können alles Mögliche machen mit dem Populismus. Sie können damit schlechte Sachen machen und auch gute. Wir tun aber so, als wäre... Mit dem Ball kann man sowohl seine Frau erschlagen, als auch einen Baum fällen. Ja? Genau, wenn Sie das so sagen. Schönes Bild. Ja, nein, aber das ist natürlich ganz genau so. Und der rechte Populismus beruht darauf, das Ressentiment zu schüren gegen die Schwächeren. Also um es jetzt mal, ja, also wir machen es jetzt mal für so ganz plakativ. Rechter Populismus schürt Ressentiment gegen die Schwächeren. Linker Populismus würde bedeuten, das Ressentiment gegen die Stärkeren zu schüren. Davon haben wir in Deutschland fast gar nichts. Die Einzige, die das hin und wieder versucht, ist Sarah Wagenknecht. Die geht damit dann aber manchmal auch baden, weil sie dann eben doch plötzlich in so komische rechte Sachen so abrutscht, wenn sie sagt, wer hier irgendwas macht als Ausländer, hat sein Gastrecht verbraucht und so. Wo man dann denkt, nee, sorry, das war jetzt die falsche Kiste, die du gegriffen hast. Das zeigt aber, wie gefährlich es ist, wenn wir uns mit Populismus befassen. Würden Sie sich selbst als linkspopulistischen Autor bezeichnen? Also wenn Sie sind ja Kolumnist beim Spiegel, Sie haben... Ihre eigene Zeitung, argumentiert die auch gelegentlich linkspopulistisch oder würden Sie das irgendwie von sich weisen?
Wenn unsere Zeitung nur linkspopulistisch operieren würde, wäre das falsch und schlecht für die Zeitung. Das würden die Leser auch nicht mitmachen. Wenn in so einer Zeitung linkspopulistische Texte drinstehen, ist das absolut notwendig und richtig für so eine Zeitung, wie wir sie da machen. Was meine eigenen Texte angeht, glaube ich, dass ich einen Hang zum populistischen oder, wenn Sie so wollen, auch Boulevardesken habe. Das liegt aber daran, dass ich gnadenlos der Auffassung bin, Leute sollen lesen wollen, was ich schreibe. Und das halte ich nicht für Prostitution oder für Anbiederung oder so, sondern wir erzeugen ein Produkt und das muss beim Abnehmer ankommen. Und ich schreibe nicht irgendwie für 25 andere Leute in irgendeinem Elfenbeinturm, sondern auf Spiegel Online für ein sehr, sehr breites Publikum. Und ehrlich gesagt, oft auch mit erstaunlichen Reaktionen, die Sie provozieren. Sie haben ja ein paar Mal sich dann auch herbe Kritik eingefangen, weil man Ihnen Antisemitismus unterstellt hat mit Ihren Kommentaren. Ist das kalkuliert, dass Sie sagen, ich gehe da mal so an eine Grenze und schaffe damit Aufmerksamkeit? Das ist ja das höchste Gut, auch gerade für Journalisten, dass man ein Stück Aufmerksamkeit des Lesers bindet. Oder waren Sie selbst davon überrascht und fühlten sich einfach ungerecht auch beurteilt? Also das ist nicht das Ziel, darf nicht sein, Aufmerksamkeit um der Aufmerksamkeit willen zu erzeugen. Das ist auch blöd, ich glaube, es haut auch nicht hin. Ich glaube, es fliegt einem dann auch, das würde einem dann zurecht um die Ohren fliegen. Was das Antisemitismus-Thema damals angeht, habe ich viel von der Kritik in Wahrheit verstanden. Weil ich glaube, dass viele von den Formulierungen, die ich benutzt habe, einen Charakter hatten, der manchen Beobachter tatsächlich auch verletzen konnte. Das verstehe ich schon. Trotzdem bleibt... Sie hätten das anders formuliert zumindest. Also heute zu sagen, dass Gaza ein Lager ist, ist in der Tat eine schwierige Formulierung, wenn man aus Deutschland kommt. Wenn man aus Deutschland kommt und an das Konzentrationslager denkt und so. Die Lebensumstände in Gaza sind nicht so, dass Sie und ich da leben wollen. Und ich glaube, dass die Israelis weitgehend dafür verantwortlich sind, wie schlecht die Lebensumstände dort sind. Ein Lager ist es halt trotzdem nicht so. Also das sind so Sachen, wo man sagen muss, das sind Formulierungen, die dienen dann auch der Sache nicht. Aber trotzdem fand ich es schon interessant, dass wie mit dem Antisemitismusbegriff Kritik an der Politik der israelischen Regierung mundtot gemacht werden soll. Und es geht ja nur um die Kritik an der Politik einer Regierung. Es gibt einen merkwürdigen Begriff, der heißt Israel-Kritik. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, weil man kann ja kein Land kritisieren. Das ist ja, Sie können immer nur die Politik der jeweiligen Regierung eines Landes kritisieren, aber nicht ein ganzes Land. Es gibt auch keine Deutschland-Kritik oder China-Kritik. Das wäre eine merkwürdige Formulierung. Aber dieses Thema aus historischen Gründen einerseits, andererseits aber auch aus heutigen interessengeleiteten Gründen, hat sich tatsächlich herausgestellt als eins, was man doch sehr vorsichtig anfassen sollte. Sie versuchen ja mit Ihrem Schreiben, mit Ihrem publizistischen Wirken auch Verhältnisse zu beeinflussen. Reizt es Sie da nicht manchmal auch, die Rolle des Journalisten, des Kolumnisten zu verlassen und in die praktische Politik, in die aktive Politik zu gehen, um da Verhältnisse zu ändern? Ich weiß nicht, Ihr Vater Rudolf Augstein hat das zumindest vorübergehend ja auch mal gemacht. Ja, das war toll. Er war in der FDP und es gibt einen fantastischen Auftritt von ihm, der ist gefilmt. Das ist wirklich, das kann man sich im YouTube angucken. Da steht er da und hält so eine Wahlkampfrede und hinter ihm steht Hans-Dietrich Genscher und dann sagt er so, Reda Wiedenbrück braucht eine Umgehungsstraße und hinten macht Genscher so ein Gesicht, wo man denkt, so, es ist ihm, das, er merkt selber, dass das nicht hinhaut. Daraus kann man, glaube ich, eine Menge lernen. Ich weiß nicht, wie lange der Ausflug in den Bundestag gedauert hat, ein paar Wochen oder so und dann haben alle das ganz schnell wieder beerdigt, dieses Experiment. Weil man mehr bewirken kann als ich weiß nicht, wie Sie kommen. Also ich will auch nichts bewirken. Ich glaube, auch das wäre, ich habe vorhin schon gesagt, Journalisten halten sich viel zu mächtig. Das ist ein Riesenfehler. Keine Hybris. Ist nicht gut. Also ich will auch gar nichts bewirken, sondern ich schreibe meine Texte und will gute Texte schreiben. Die sollen gut sein und die Leser sollen die gut finden. Das sind sozusagen, das heißt, ich bin mein erster Filter und der zweite Filter sind die Leser. Alles andere sollte man nicht anfangen darüber, das ist nicht gut. Du bist von Ihrem Vater Rudolf Augstein, der ja ein fast übermächtiger Publizist und Verleger war, der Spiegel Verlag geblieben. Ihr leiblicher Vater Martin Walser ist ein großer und großartiger Schriftsteller. Von ihm wird ein Beitrag zur deutschen Literaturgeschichte bleiben. Was möchten Sie, was von Ihnen bleibt?
Okay, das ist natürlich eine krasse Frage an jemanden, der 48 ist. Ich habe vielleicht noch ein bisschen Zeit, das zu beantworten. Ich weiß nicht, im Moment habe ich Kinder, die ich sehr liebe und eine Zeitung, auf die ich sehr stolz bin. Mal gucken. Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke.